30.05.2024. Der Filvo ist in Marmagen beim Volkslauf rund um Köschel. Aber das wird ein separates Video. Marmagen liegt nämlich auch am Eifeler Quellenpfad. Und zwar auf dem Abschnitt, den ich seinerzeit ausgelassen hatte. Also nutze ich heute die Gelegenheit, diesen Teil nachzuholen und schneide dann die heutigen Eindrücke so zusammen, dass sie sich an den damaligen Film anschließen. Da kann man doch reingucken. Warum geht da kein Weg runter? Die Jesus-Lambach-Talpumpe. Aber wer sich nicht durch die Brennnesseln kämpfen will, der kann auch oben auf der Infotafel das Bild angucken. Wobei hier natürlich das Objekt zur Hälfte vom Text verdeckt ist. So, heute beginnt unser Quellenpfad hier. Damals von Nettersheim bin ich hierher gekommen. Dann ging es auf das Verbindungsstück rüber. Dann links und über Kronenburg und Blankenheim bin ich hier rausgekommen. Hab dann dort aufgegeben und bin direkt zurück. Heute machen wir mal die Schleife, die ich ausgelassen habe. Und die beginnt auch wieder mit dem Verbindungsstück auf die andere Seite. So, nach dem Verbindungsstück geht es diesmal nicht links nach Kronenburg, sondern rechts. Nicht zu sehr ins Rollen kommen. Hier wird schon wieder trailig. So eine nette Idee. Das gefällt mir, denn da wäre ein Weg gewesen. Stattdessen macht man hier separaten Trampelpfad. Schön. Immer noch parallel der Weg. Aber wir haben unseren eigenen Trampelpfad. Ich hatte erwähnt, dass es heute ziemlich nass ist, ne? Hier kreuzen wir. Jetzt gilt es verstärkt auf Schilder zu achten. Der Boden gibt jetzt hier nicht mehr so viel. Aber das zeigt auch, warum hier der Pfad neben dem Weg angelegt ist. Auch bei Forstarbeiten bekommt der Wanderer so eine gleichmäßige Konsistenz geboten. Hütte mit Bewirtschaftung. Zumindest für die Vierbeiner. So, kurz vor Marmagen gibt es hier zwar einen freigeschnittenen Weg, der vielversprechend aussieht, aber der Quellenpfad geht hier rein. Drüben der Weg führt aber nur parallel in dieselbe Richtung und stößt unten wieder mit dem Weg zusammen. Woher ich das weiß? Ja, wie könnte es anders sein? Ich bin jetzt in der falschen Richtung unterwegs. Ich wollte die Richtung. Da kommt er raus, der Parallelweg. Tja,
Wenn die Fronleichnamsprozession nicht gewesen wäre, hätte ich vielleicht das richtige Schild, also das in meine geplante Richtung richtige Schild, vor dem Falschen entdeckt. Ja, das kommt davon, wenn man nicht vorher auf die Karte guckt, sondern die es nachher aus dem Rucksack holt, wenn es schon passiert ist. Wisst ihr schon mal wieder, wie es nicht geht, ne? Wie man nicht machen soll. Jetzt haben wir hier noch einen Brunnen. Das ist 1855 oder 35. Auch wieder wunderschön. Denkst du, du musst die Sprungschanze nehmen? Nee. Man kann durchaus auf die Pfeile vertrauen. Wenn es manchmal nicht so aussieht. Immer vergewissern. Was haben wir denn hier Schönes? Höhle. Die kleine Höhle war der einzige Grund, warum wir da oben nicht rechts abgebogen sind. Keine Sehenswürdigkeit auslassen. Wenn da schon mal so ein Aussichtsturm steht, dann genießen wir auch die Aussicht, wenn wir die Höhenmeter nicht umsonst gemacht haben. Ah, da hinten haben wir Kloster Steinfeld. Ah, nicht zu verträumt. Von dem etwas längeren breiten Wegstück sein. Hier kommt schon ein schnuckeliger Abzweig. Ja, ob das ein Aussichtspunkt wird? Da ist eine Bank, da ist eine Tafel. Aha, Blick auf Kloster Steinfeld. Und ja, ich habe einen relativ nassen Tag erwischt heute. Das macht die Wege nochmal so schön. Die Ecke kommt mir bekannt vor. Ich bin jetzt von hier gekommen. Damals kam ich von da auf der, ich glaube es war Nummer 2, Route Nummer 2 von naturaktiverleben.de. Ja, da bin ich doch hier raus. Jetzt geht's links, jawohl. Diesen Abschnitt hatten wir damals bei der anderen Tour auch schon mal mitgenommen, ein Stück weit. Ja. Da die Trassierung hier mit der Landschaft jetzt sein. Der Weg ist ja modern. Da haben wir das erste Stück. Römische Wasserleitung. Wir nähern uns dem grünen Pütz. Beginn der römischen Wasserleitung nach Köln. Nicht? Die Treppen wundert. Hier ist noch ein Stück. So, ja, Wasser drin.
Da haben wir die Quelleinfassung. Ja. Trinkblase ist noch voll. Brauche ich nicht nachfüllen. Heute wird es ja auch nicht ganz so lang wie damals. Und es ist auch heute nicht ganz so warm wie zu der Zeit, als ich die lange Tour gewagt hatte. Nett, dass die Erfrischung vor dem Anstieg hier noch kam. Direkt hinter der Quelle. Und ja, es war der ganze Berg. Das Tal da unten scheint wohl zu schmal zu sein für eine Straße, eine Bahnlinie und einen Wanderweg. Oder die waren einfach nur perfide hier. Das sieht nach Bergbau aus. Der Aufstieg wird doch mit Aussicht belohnt. Hey, es wird wieder ein bisschen rustikaler. Falls einer wundert, dass kein Zug heute fährt, das liegt nicht daran, dass Feiertag ist, sondern dass da hinten noch gearbeitet wird. Wird erneuert. Die A1 überquert das Tal. Es ist Bebauung voraus. Das sieht nach Nettersheim aus. Das Ziel schon vor Augen und dann die Irritation. Da steht ein Pfeil hier links rauf. Hier steht Quellenpfad hier rauf. Was steht auf der anderen Seite? Quellenpfad darum. Und dann steht hier so ein Ding und erzählt mir, der Quellenpfad würde jetzt hier rumgehen. Ja, was machen wir jetzt? Das ist insofern irritierend, als dass zwar hier die Straße ist, aber da oben ist auch noch ein Pfahl. Die meinen den Parallelweg oben parallel zur Straße. Aber das ist jetzt irritierend markiert. Der eine Pfahl, den müsst ihr wegtun. Da geht er wieder nach rechts. Und was haben wir hier? Ja, dann dürft ihr aber nicht beides markieren. Auf dem Wind, stell dir vor, mit 76 Kilometern in den Knochen kommst du hier an und wirst dann noch irritiert. Überhaupt kein Problem, das ist wahrscheinlich nur aus versicherungstechnischen Gründen. Da haben wir die Kirche. Und da unten ist der Punkt, an dem ich seinerzeit die Runde begonnen hatte. Parkplatz hier, Bahnhof, das war dann der Eifeler Quellenpfad.